Hallo! Das Kaskadental in Bad Kissingen hat eine lange Geschichte. Warum das Kaskadental kein gewöhnliches Waldstück ist und welche Veränderungen es dort über die Jahrhunderte gegeben hat, das sehen wir uns jetzt einmal genauer an. Viel Spaß! Das Kaskadental liegt ganz im nördlichsten Zipfel des Welterbegebietes. Es hat seinen Ursprung im Jahr 1767. Auf Anweisung des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim wurden entlang des Ilgenbachs künstliche Kaskaden angelegt und Skulpturen aufgestellt, so wie es zur Zeit des Barocks beliebt war. Der Zweck der Anlage war es, die Kurgäste zu erfreuen und hochrangige Gäste anzulocken. Ganz uneigennützig war dieses Vorhaben allerdings nicht. Der Fürstbischof, der während der Kur direkt gegenüber in der oberen Saline wohnte, flanierte hier selbst sehr gerne und hätte eine solche Anlage am liebsten auch in seiner Residenz in Würzburg gehabt. Leider begannen die Anlagen im Kaskadental zu verfallen, weil nach der Säkularisation niemand mehr bereit war, den kostspieligen Unterhalt zu übernehmen. Außerdem war es im 19. Jahrhundert viel angesagter, die Grünanlagen etwas wilder und romantischer zu gestalten. So kam es, dass in den 1830er Jahren das Tal für die Kurgäste wieder aufgewertet wurde. Bis heute führen kleine Brücken über den Bach entlang romantisch geschwungener Wege, es gibt Rastplätze und Schutzhütten, die dem Kaskadental seinen besonderen Reiz geben. Wenn man genau hinschaut, erkennt man bis heute Teile der Kaskadenbecken. Damit das Tal seinen Charakter bewahrt, wird es auch besonders gepflegt. Zum Beispiel wird der Bewuchs um den Bachlauf bewusst niedrig gehalten. Das Kaskadental ist also keinesfalls ein gewöhnliches Waldstück, sondern ein Teil der sogenannten Kurlandschaft. Kurlandschaft heißt, dass die Landschaft bewusst für Freizeit, Vergnügen, Muße und für die Therapie im Rahmen der Kur gestaltet wurde. Für das Welterbe ist das Kaskadental außerdem von besonderer Bedeutung, denn hier nahm der Ausbau der Kurlandschaft Bad Kissingens seinen Anfang. Mein persönlicher Tipp, besonders an heißen Sommertagen ist das Kaskadental ein angenehm kühler Ort.